Schön, dass du da bist. Ich schaue dich in die Karten zu der Frage, warum meldet er sich nicht bei dir? Das schaue ich mir an. Diese Legung ist zeitlos. Schau einfach, ob du resonierst. Okay. Und beachte, das ist eine kollektive Legung und ersetzt in keinem Fall eine persönliche Kartenlegung, gell? Ich spreche aus der Sicht einer Frau, gell? Wenn du ein Mann bist, sei so nett und raste bitte entsprechend um. Danke recht herzlich. Warum meldet er sich nicht bei dir? Ich schaue einfach mal, in welcher Situation ihr seid. Dann weißt du, ob es denn deine Legung sein könnte. Also, was ist die aktuelle Situation? Das möchte ich jetzt einmal gerne wissen. Aktuelle Situation. Aktuelle Situation ist, dass in der Vergangenheit Minimum Streit war. Minimum. Maximum Betrug, Hinterlist. Lügen. Ja. Eine unschöne Energie, sehr schmerzhafte Energie, sehr verletzende Energie und diese habt ihr miteinander erlebt. Es ist so, dass du eine Sekunde, das muss ich abklären, bevor ich da was sage. Du, ich sag dir was, das kennt, das könnte darum gehen, dass da zwei Frauen im Spiel waren. Ja, das liegt mir wirklich so da. Also, das ist jetzt wirklich für eine ganz spezielle Gruppe, dieses Orakel, aber da mir liegen zwei Frauen da. Du bist die Herrscherin und da liegt aber noch die Königin der Schwerter. Also zweite Frau. Und es ist eine Situation, wo eben ein Balanceakt gemacht wird, ja. Oder wurde, ja. Und das ist eben jetzt auch abgeschlossen worden, dieses Hin und Her, dieser Seiltanz durch dich. Ja. Zwei Frauen ist eindeutig eine zu viel. Also das heißt, die fünfte Schwerte ist hier wirklich zu deuten als, ja, da werden Lügen gewesen sein, Betrug und dann ist alles aufgeflogen in der Vergangenheit, ja. Ja. Das, worauf das Licht, also ist die Sonne ist gefallen, das heißt, es ist auf eine Situation Licht gefallen, es ist etwas sichtbar geworden und ich habe gefragt, auf was? Und da kommt der Teufel. Also da haben wir wieder etwas, eine sehr, sehr ungesunde Situation, eine Verführung. Also das ist definitiv eine Dreiecksgeschichte.
sehr unschön, sehr schmerzhaft, dürfte da eine Affäre aufgeflogen sein. Ja, wenn du da resonierst, dann bleib bitte gern dran. Ich danke dir übrigens recht herzlich, ja, für dein Abo, für dein Like, fürs Teilen von meinem Kanal. Wenn es dir denn gefällt, wenn du dir was Wertvolles mitnehmen kannst, gell, was ich sehr hoffe. Deswegen mache ich das da, um spirituelle Inspirationen zu liefern, ins Feld zu stellen. Warum meldet er sich nicht bei dir? Das wollen wir gerne wissen. Warum meldet er sich nicht bei dir? Diese Karten sind relativ dick. Daher, jetzt habe ich's, mache ich das auch so. Ich kann die Karten nicht springen lassen dadurch, aber sie sind einfach ganz toll. Mein Besuch. Da liegt die her. So, das ist da ein bisschen ungünstig. Warum meldet er sich nicht? Erste Information ist, er sieht dich als total starke Frau, wertvoll, voll stark. Und er sieht dich so, dass du die Vergangenheit hinter dir gelassen hast mit ihm und nach vorne schaust und deinen Weg gehst. Du liegst als Königin der Münzen mitsamt der Kraft. Also das ist ein Package. Wow. Warum meldet er sich nicht bei dir? Die Karten sagen, die Karten sagen, entweder ist es so, dass er bei dir gar nicht mit der Kommunikation durchkommt, du liegst als Hohepriesterin und du wärst, so meint er oder so ist es tatsächlich, das wirst du am besten wissen, den Kontakt ab. Weil da liegt der Kontakt, gell? Mit den sechs der Stäben. Ja. Das heißt, entweder hast du ihn blockiert, oder ihm gesagt, du möchtest keinen Kontakt mehr. Beziehungsweise, es kann sein, dass er das auch. Luna macht sich da breit. Aber sie ist oft bei Kartenlegungen dabei, seit neuestem, was mich sehr freut. Okay? Gut. Er glaubt, oder es ist tatsächlich so, dass du gar keinen Kontakt mit ihm möchtest, dass du das abwehrst. Der Grund liegt da, weil die Sieben der Kelche ist die Illusion, ja, die Täuschung
Und die Täuschung ist aufgeflogen mit dem Turm. Es war ein Knalleffekt, eine trennende Situation, wo alle Illusion aufgeflogen ist. Ganz, ganz plötzlich, es hätte der Blitz eingeschlagen. Deshalb meldet er sich nicht bei dir. Der Ritter der Schwerter hat sie auch gezeigt. Das heißt, wirklich Distanz, kühle Luft, eine Atmosphäre der Kälte. Was raten dir die Karten? Was ist der Rat der Karten an dich jetzt? Das kann ich dir sagen. Der Rat der Karten ist, dass du nach vorne schaust, dass du jenes tust, was dir gut tut, also wo du dir entspannen kannst, nur in der Kelche liegen, dass du nach vorne gehst, und zwar wohin, und daran arbeitest, also mit diesem, was du, dass du nach vorne gehst. Da sagst du, okay, du gibst da echt Gas und Tempo. So, das ist jetzt der Merlin, der sich bemerkbar gemacht hat. Ich weiß nicht, ob man das hört im Mikro. Dass du dich aufmachst, ja, für eine neue Chance in Sachen Liebe. Das Ass der Kelche, das ist eine Chance. Eine neue Chance, um in eine Verbindung zu gehen. Von Herz zu Herz, die zwei der Kelche. Und da gibt es niemanden Dritten. Siehst du das? Ich spüre natürlich eine, wie sich das für dich anfühlt. Das ist ein Rat der Karten und ersetzt natürlich nicht deine Kompetenz. Es ist einfach ein Impuls. Pass gut auf dich auf, gell? Und ich danke dir fürs Mitdabeisein. Viel Segen für dich und bis bald, Stella.